Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Ja, wir haben hier Tom Cruise kennengelernt, also er heißt Cruise, entschuldigen Sie, Tom Cruise, es war keine Beleidigung. Sollte keine Beleidigung sein, war auch keine. Auf jeden Fall, Cruise ist hier ein Ausgesetzter, keine Ahnung zu welcher Mannschaft er gehört hat oder ja, für wen, mit wem er gesegelt ist. Auf jeden Fall hat er einen leichten Klatscher und was man an seiner Sprache, an seiner Ausdrucksweise schon mitbekommen hat, und er scheint Mara zu kennen bzw. ihre Stimme zu vernehmen. Ja, die Sturminsel, zu viel Sonne, Meerwasser, stickige Luft, das kann schon nicht besonders gesund sein, ne? Aber fragen wir doch den Kerl ein bisschen weiter aus. Kennst du denn eine blöde Kuh namens Mara? Kennst du ein Wesen namens Mara? Bist du des Wahnsinns, ihren Namen so laut auszusprechen? Sie wird es hören. Sie wird dich finden. Ja, das wissen wir schon. Die haben dir ganz schön das Hirn verbrannt, Kollege. Sie hat mit mir gesprochen. Sie hat mit dir gesprochen. So, nicht mit mir, mit uns auch. Ja, es war jetzt beides richtig. Sie hat mit dir gesprochen? Sie hat mit dir gesprochen? Nein, nein. Und doch, ja. Ja, wie die jetzt? Die Krakenkönigin ist überall. Ah. Ihre Tentakel reichen weit. Selbst bis hier ans Ende der Welt. Du bist es, den sie sucht. Du, der ihr gefährlich wird. Ach komm, woher weißt du das denn? Woher willst du das wissen? So, Donnerwetter, du hast hier draußen eine ganze Menge mitbekommen. Ach komm, woher willst du das wissen? Das untere hört sich so gemein an. Ich würde sagen, das obere. Ach komm, woher willst du das wissen? Du hast mich doch nie zuvor gesehen. Cruise hat viel gehört. Hörte die Krakenkönigin sprechen. Sie hat viele Fallen aufgestellt. Viel Verrat. Und viele Feinde. Wie hast du hier so lange Zeit überlebt? Mara war also hier. Was hat sie hier gemacht? Natürlich das obere zuerst. Wie hast du hier so lange Zeit überlebt? Cruise war schlau. Hat sich gut versteckt. Will nicht als Fischfutter enden. Wer hat dich eigentlich hier ausgesetzt und wann? Ich habe deine Flaschenpost gefunden. Mara war also hier. Okay, das obere zuerst wieder mal. Wer hat dich eigentlich hier ausgesetzt und wann? Viele Jahre. Cruise ist schon sehr lange hier. War früher einmal Pirat, aber hat vergessen. Viel hat er vergessen. Ist ja auch nicht so wichtig. Verstehe, du willst es mir nicht sagen. Ist ja auch nicht so wichtig. Na, das untere hört sich wieder so gemein an. Ist ja schon gut. Ist ja auch nicht so wichtig. Überleben. Nur das ist wichtig. Ich habe deine Flaschenpost gefunden. Was? Oh, das ist schon lange her. Bist du deswegen hierher gekommen? Nein, wegen des Lufttempels. Oh. Aber in dem Brief hast du was von Gold geschrieben. Ja, das hat der alte Cruise. Kennst du einen Kapitän, der einen Ausgesetzten aus Nächstenliebe rettet? Siehst du? Also ich hätte es gesagt, wir. Hey, bitte, wenn wir bitte nicht Nächstenliebend sind, dann weiß ich auch nicht. Mara war also hier. Was hat sie hier gemacht? Sie kam mit einer Armee von ihren Muschelfreunden. Sie haben den leuchtenden Berg angezapft und die spuckenden Hügel überall gebaut. Dann kamen die fliegenden Hunde und verbreiteten diesen ekelhaften Geruch hier auf der Insel. Das Ganze dauerte nur wenige Tage. Es war furchtbar. Fliegende Hunde? Du redest von Gargoyles, oder? Mit Muschelfreunde meinst du diese Kerle aus dem Meer? Boah, ich denke, das wird beide stimmen. Wir fangen gleich mit dem ersten an. Fliegende Hunde? Du redest von den Gargoyles. Sie stinken und fauchen. Laben sich an dem Licht der spuckenden Hügel. Erzähl mir mehr über diese spuckenden Hügel.
Muschelfreund, bla bla bla, wo haben die Gargoyles ihr Nest? Ja, das obere zuerst. Erzähl mir mehr über diese spuckenden Hügel. Ungefährlich für Crews, nützlich für die Hunde. Okay. Sie sind da und unerschöpflich. Der leuchtende Berg hat noch viel zu geben. Mit Muschelfreunde meinst du diese Kerle aus dem Meer, oder? Mit Muschelfreunde meinst du diese Kerle aus dem Meer? Ja, einen von ihnen hat sie zum Anführer ernannt. Der General soll aufpassen. Er soll die Brut überwachen. Die Brut der fliegenden Hunde. Sie sollen wachsen und gedeihen. Der General. Den Namen hast du ihm gegeben, oder? Der General? Den Namen hast du ihm gegeben, oder? Kein Name. Die Krakenkönigin sprach direkt. Sie sagte du. Und schon fügte sich der schwache Geist dieser Kreatur. Wo ist er jetzt? Der General ging hinauf. Auf den leuchtenden Berg. Von dort aus kontrolliert er den leuchtenden Berg. Verstehe. Wo haben die Gargoyles ihre Nester? Die Hunde legen ihre Eier überall. Sie wollen sich verbreiten. Aber Cruz hat sie gestohlen. Hat Eier versteckt. Du hast Gargoyle-Eier versteckt? Ja. Und er wird sie nicht wieder hervorholen. Zu gefährlich. Ich brauche deine versteckten Eier. Wo sind sie? Nein, niemals. Cruz wird sie nicht wiederholen. Viel zu gefährlich. Die versteckte Truhe wird für immer geschlossen bleiben. Die Schatzkarte. Vielleicht, hä? Die wir in der Flaschenpost gefunden haben. Unsinn. Was verlangst du für deine versteckten Eier? Cruz muss wieder unter Deck. Muss mit anderen Seefahrern sprechen. Wenn es mehr nicht ist... Cruz muss in die Taverne, muss unter Piraten, war schon zu lange weg. Okay, deine Eier gegen eine Passage nach Antigua. Was sagst du dazu? Antigua? Ja, dahin muss Cruz gehen. Schon zu lange war er nicht mehr da. Abgemacht. Die Truhe ist hinter einem großen Felsen, ein Stück weiter den Strand entlang. Im Osten. Okay, ich werde es schon finden. Danke. Aber vergiss den alten Cruz nicht, ja? Niemals. Geh einfach schon mal zum Schiff, ne? Freund. Ich hoffe, das Machen geht schon. Machen wir das zusammen. Okay. Jetzt habe ich Angst, dass ich Cruz... Boah, dass ich Cruz schlagen kann. Jetzt habe ich, war ich gerade... Boah. Jetzt hatte ich gerade voll Angst. Dann will ich nämlich nicht verletzen. Cruz? Oh, der arme alte Cruz. Immer allein. Okay, ist ja gar nicht wahr. Du kommst auf ein Schiff, da warten schöne Mädels und Smoothie, der gibt dir was zu futtern. Alles gut. So, auf jeden Fall müssen wir mal schauen. Im Osten. Norden, Süden, Osten, Westen. Da vielleicht irgendwo, ha? Wir könnten aber auch die Karte benutzen, ne? Der Ausgesetzte eine Truhe voller Eier. Dann nehmen wir doch die zuerst, oder? Seekarte, tatsächlich. Da ist sie schon. Na dann, können wir ihm eigentlich folgen? Scheiße! Zack, jawohl. Das sind unsere Erfahrungspunkte, Cruz. Die nimmst du mir nicht weg. Kommt ja nicht in die Tüte. So, dann ein Stückchen hier rauf. Ich laufe gleich mal vor. Ich esse auch... Na, warte. Vielleicht können wir schlafen. Boah, da hat sich hier ein schönes Plätzchen gebaut. Schau mal. Eine Maki-Beere. Schon ein schönes Lagerfeuer. Echt. Hier so ein schönes Häuschen. Das hat er echt fein gemacht. Warte kurz, ich will mal speichern. Ich will da jetzt einen neuen... Nein, ist das gut? Ja, ist gut. Nehmen wir den hier. So, schnell mal aufmachen. Was haben wir denn da drin? Krummdolch.
Schaden 30, Talentwurfwaffe, Reichweite 8 Schritte, Goldwert 3. Sehr wertvoll. Ein ganz normaler Dolch kann im Kampf mit der linken Hand geworfen werden. Aha, ja, okay. Fackel, zweimal Grog und 12 Goldmünzen nehmen wir gerne mit. Ich lege mich mal kurz hin, bis mittags werden wir schlafen. Ja, ja. Oh, boah, das hat gut getan. Karte der Sturminsel, die nehmen wir gerne mit. Ich habe gewusst, dass wir eine finden werden. Das ist gut, gut, gut. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich jetzt dahin? Da. Wahrscheinlich hier so durchlaufen und dann da. Das könnte stimmen. Das könnte passen. Da müssen wir wieder ein Stückchen zurücklaufen. Den schwarzen Oleander nehmen wir gleich mal mit. So. Nochmal ein Stück zurück. Vielleicht können wir hier schon eine Abkürzung nehmen. Na, vielleicht lieber nicht. Nicht, dass ich in einen Haufen Viecher laufe. Was mir sonst ja nie passiert. Zocki, das ist ein alter Spiel. Eine Pfuinus, die nehmen wir gerne mit. Ein Goldklee. Ein goldener Kledo. Wulfermon. Was finden wir noch an? Da ist noch ein schwarzer Oleander. So. Laufe, laufe. Laufe, laufe. Wir laufen, laufen. Noch ein schwarzer Oleander. Super. Was haben wir da? Eine Blutwurzel. Holla, die Waldfee. Noch eine. Wow. Okay. Und hier auf der Seite, das schaut ja alles so verdächtig aus. Und dann wächst hier eigentlich nichts. Okay. Okay. Das zusammen. Was? Wo? War? Krabbe. Einmal drehen, bitte. Sehr gut gemacht. Puff. Daneben. Logisch. Hier. Warum nicht? Was? Entschuldigung, ich war gerade konzentriert. Und weil ich wollte eigentlich speichern. Wieder einmal. So. Man kann ja nie zu wenig speichern. Das haben wir eh schon gelernt. Vor allem ich. Ja. Ich sowieso. Was haben wir da? Eine Erzader. Holla. Das Gold nehmen wir gleich mit. Zack. 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 Und tada. So. Oh, ein fairer Sofaner. Versunkener. Zack, zack, zack. Zack, treten und schießen. Jawohl, wir haben getroffen, obwohl er gelaufen ist. Das ist aber nicht schlecht. Eldrick, du darfst auch mal. Ja, oder auch nicht. Ja, no. Dann halt nicht, ne? So. Eldrick. Bittest du die Grüße vielleicht? So, er hat keinen Bock. Wahrscheinlich tut ihm der Rücken weh. Das ist schon etwas älter. Man soll Respekt vorm Alter haben. Also, nicht hetzen. Ja, yeah, brillant. Wow. Übelriechende Truhe. Das ist sehr schön. Grog und Gargoyle-Eier und Gold. Passt, nimm alles mit. Einige vergraben ihre Probleme. So, als ob sie damit einfach verschwinden würden. Jo, mit ihm haben wir noch gar nicht gequatscht, fällt mir gerade auf. Diesen alten Piraten Cruz haben sie auf dieser Insel ausgesetzt. Diesen alten Piraten Cruz haben sie auf dieser Insel ausgesetzt. Ja, das ist gut. Er könnte ein Augenzeuge der Geschehnisse auf dieser Insel sein. Hast du gar nicht mitgehört? Naja. Ein bisschen Smalltalk, was schon. So, sind wir hier fertig? Ich glaube, ja, das schaut gut aus. So, müssen wir jetzt nochmal zu ihm zurück? Wir können uns importen. Das ist natürlich schön. Das machen wir auch sofortigst. Werde dann gleich mit ihm quatschen. Wir haben die Eier. Vielleicht geht er gleich aufs Schiff. Ich werde dir helfen, diese Insel zu verlassen. Ich werde dir helfen, diese Insel zu verlassen. Ja,
Kus muss wieder unter Piraten. Kus muss wieder den Hafen von Antigua sehen. Geh an Bord meines Schiffes. Ich bring dich hier weg. Schnell! Kus wird auf dich warten. Sehr gut. So, Lagerfeuer. Wir haben kaum noch Zeugs zum Braten, ne? Ich werde da jetzt einfach mal 5 machen. Hier werden wir auch mal 5 machen. Alles schon weggefressen, wenn man bedenkt, ne? Ich bin aber auch ein Vielfraß. Es wäre auch schön, wenn man vielleicht fischen könnte oder so. Das wäre fein. War da was? Oh, ein Pulverboom. Okay. So, passt. Den ersten Teil auf dieser Insel haben wir schon mal geschafft. Das ist ja super. Dann kommt der schwierige Teil, ne? Also ich nehme jetzt mal an, dass er schwieriger ist. Wieder gegen Gargoyles kämpfen und so weiter, ne? Also, hier müsste doch eigentlich da vorne sein. Genau. Waren wir jetzt da hinten schon? Schon eigentlich, ne? Da haben wir diesen schwarzen Oleander mitgenommen. Hier nehmen wir noch den Goldklee mit. So. Und dann, bitte. 2 Sitz. Das ist natürlich nicht so klasse. Lieber Eldrick, du darfst dann mal, ne? Bitte. Walten deines Amtes. Oh, voll daneben. Ja, natürlich nicht so gut. Oh, ja, ja. Wir essen gleich mal was und trinken noch was dazu. Können hier. Eldrick. Wow. Vielleicht können wir den schon mal besiegen. Ja, das war gut. Wow, das war nicht so gut. Ich drehe mal einen rum. Jawohl, dann haben wir getroffen. Komm, Eldrick, hau drauf. Super, das haben wir fein gemacht. So, die Versunkenen gehen mich auch ein bisschen auf den Keks, muss ich ehrlich sagen, davon. Haben wir die jetzt erst kaputt gehauen? Schon, oder? Spawnen die wieder so schnell? Ich meine, wie soll es recht sein? Die geben ja auch Erfahrungspunkte. Hallo! So, bitteschön, Herr Eldrick. Ja. Au! Du Grasler von einem Versunkenen, ne? Dieser Versunkenen. Ja. Und, zack, und, puff. Jawohl. Und, bam. Zack, zack, zack. Und, zack. Jawohl, der ist weg. Eldrick, ich komm schon. Zack, 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 zack. Mara wird noch ein blaues Wunder mit uns erleben. Wow, sehr gut. Ich muss die Waffe weg von dem Kerl. Ja, die nehmen wir das auch mal weg. Und das auch. Du, Eldrick, hast du die Waffe von dem Kerl gesehen? Ah, da liegt sie ja. So, fein. Dann tun wir noch was essen. Hier. Und dann müssen wir hier rauf, ne? Weil von da sind ja die Gargoyles gekommen, tut. So, vielleicht geht hier noch eine Maki-Beere rum. Ich würde mich freuen. Hätte man wieder ein bisschen mehr Proviant. Naja, immerhin Gargoyle-Eier. Ist ja auch was. 2 Stück gleich. Hoffentlich machen wir draus nicht einmal Eierspeis. Boah, das wäre ekelhaft. Das schmeckt wahrscheinlich schlechter als so ein fermentiertes Ei. Oder tausendjähriges Ei, wie man dazu sagt. Keine Ahnung. Mir graust's gerade. Zum Erdtreppen. So, mein treuer Eldrick. Auf geht's. Und... Puff! Jawohl! Au, au! Voll auf die 12, aber voll. Jawohl, Eldrick, du schaffst das! Sauber gemacht! Ah, meine Nase juckt. Na, jetzt ist er runtergerollt. Halt! Warte! Ich will noch looten! Gib her! Danke! So, die Axt erhalten. Papada! Ob es hier auch wieder Echsenmenschen gibt? Wahrscheinlich, ne? Später dann mal. Kann ich mir jetzt schon vorstellen. Lalala. Wir haben uns auch wieder ein super Wetter hier, ne? Also, Spitzenwetter zum Insel erkunden. Schön nebelig, schön regnerisch. Und
der Part ist auch wieder zu Ende. Ich glaube, wir werden uns mal hier oben hinstellen. So. Vielleicht finden wir irgendwas an, was Tolles. Ich glaube es zwar nicht so recht, aber... Jo. Nein, da ist nichts. Aber hier können wir mal uns... Ja, beregnen lassen. Bis zum... Oh, schau mal. Kleiner Goldbeutel, Amulett und Schmerztöter. Die habe ich gar nicht gesehen zuerst. Wow. Oha. Warte, den machen wir vielleicht noch auf. Oder der ist automatisch geöffnet, ne? Das ist nicht so wie früher, dass man die aufmachen muss, glaube ich. Die sind, glaube ich, sogar schon offen, diese Goldbeutel. Schaut zumindest so aus, ja. Na gut. Na fein. Super. Wir haben noch 15 rum. 23 Grog. 79 Proviant, ein paar Tränkeleins. Ja, das mit Alchemie, also Voodoo wahrscheinlich werde ich auch mal ein bisschen lernen. Da kann man dann nämlich auch Tränke brauen später, glaube ich, ne? Oder überhaupt. Naja, das sehen wir dann ja eh alles später, wenn es dann soweit ist. Auf jeden Fall war es das wieder für heute. Bei diesem wunderschönen Wetter verabschiede ich mich von ganzem Herzen bei euch. Bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch von ganzem Herzen einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wir hören uns somit bei der nächsten Aufnahmesession wieder, die wahrscheinlich bei mir dann kommenden Samstag sein wird. Und bis dahin wünsche ich euch von ganzem Herzen ja, eine schöne Woche, alles Liebe, alles Gute und vielen Dank fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Auch natürlich an all jene gerichtet, die sich ja, unserer Community, meiner Community angeschlossen haben, die mir ihre Abos gegeben haben. Vielen lieben Dank dafür. Ich möchte das jetzt mal öfters erwähnen. Vielen, vielen lieben Dank, dass es euch gibt. Und wir hören uns ganz einfach und unkompliziert beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi!